Moin Leute und herzlich willkommen zu einer kleinen, aber feinen Runde Winning Putt mit dem Chris Bro Moin Moin. und der Kirsche. Hallihallo. Der hat jetzt so einen super neuen Supergolfer, der plötzlich auch auf Genauigkeit geht. So Leute, das ist erstmal ein Abschlag. Well done. Ja, Seraina legt los. Mit meinen kleinen Rainbow-Bällen. Fairway. Genau, ist jetzt auch ein Genauigkeitscharakter. Und mal plötzlich einen Tag gespielt. Ja, Level 14? Kann man so Ja. machen. Easy, sagt sich Ja. der Kölsche. Ja, der hat doch beim Caddy, der ist Tanzmarie. Müssen wir uns gleich mal anschauen. Tatsächlich. Da hat er 1000 Gold für ihn gelegt. Nee, das war Fairway. 500, glaube ich. Das war Oh, haben sie billig. wieder den Preis gesenkt vielleicht. Oder es war am Wochenende jetzt, wo es günstiger war. Oh, Chris hat sich wieder umgezogen. Ja, ich hab's jetzt mal eben so für die alten Zeiten. Außerdem sieht's einfach stylischer aus. Das stimmt, das Aber ich muss stimmt. es eigentlich nochmal wieder umändern, weil leider hat das Ding ja keinen Insignienplatz. Ja, jetzt am Mittwoch gibt es ein Insignie umsonst. Oh, das ist ein Hook. Der Ja, erste Hook man hat ja heute. leider nicht mal einen Platz. Oh, der macht einen Heavy Powershot. rough. Macht erstmal einen Hook. Und erstmal ein Captain Hook. Aber er will uns zeigen, dass er mittlerweile auch von da schlagen kann. Das kann er alles. Geht alles. Was soll da schief gehen? Naja, vielleicht der Bunker, aber vielleicht auch nicht. Bob, was ist denn überhaupt deine Aufgabe, die du hier schaffen musst? Ein GIR. Erklär uns Ach, Golf-Fanatiker nochmal, was das eine ist. Green In Regulation. Na, erzähl mal. Das war doch, dass man mit einer bestimmten Anzahl an Schlägen, die sich nach dem Par bestimmt, aufs Green einfach kommt, oder? Richtig. Ja, zwei Unterpaar, oder? War das immer zwei Unterpar? Ich Ich meine immer glaube zwei. ja. Kann gut sein, ne? Solltest du schon mal geschafft haben. Alright. Ja, hätte gerne noch ein Stück weiterkommen können. Ich habe ihn aber nicht voll getroffen. Also der Crispo kann es machen. Schauen wir mal. Ich weiß gar nicht, ob ich den richtigen Schläger genommen habe. Bravo. Nice, Alter, was ist denn los bei euch? Hui. Ah, rollt noch zu leicht. Aber vom Kölsch hast du Nice. mir die ganze Zeit was anderes erzählt. Ich dachte, der haut jetzt hier ein Hole in One nach dem anderen. Ja, das Ne? kommt noch. Das Okay. ist jetzt auch wieder Aufnahme, ne? Und Ja, total aufregend. aber du musst bedenken, ne? Das ist ja auch nicht nur die Aufgaben erfüllen, das ist ja auch Competition zwischen uns, ne? Allerdings, immer. Und dann so ein Ding. Ja, siehst du, sag ich doch. Ja, ist zu weit. Wie meiner. On green. Ja, so die Mitte zwischen uns, das wäre es gewesen. Ja, wäre Hat da er drin. Gelände? Ja. Oh, hat er Gelände. Gelände hat er. So ein bisschen Kaschkei hat er. Das verstehe ich nicht. Bist du doof? Ich fahre mal in Q5. Nicht schlecht. Immerhin. Da hat er geparkt. Aber jetzt kommen die So, Birdies. der Birdie Shot. Das sieht so aus, als wäre da nicht so viel Nee, Gelände. es Bisschen ging. nach links. Boah, hätte ich aber fast noch den Schlag gekostet. Lief aber. Aber nur fast. Da reckte er seine Faust gen Himmel. Boah. Mach mal, Mäuschen. Scheint es auch nicht so viel gewesen zu sein. Nee. Birdie. Ja, gleicher Move von Da. Seraina. Zack. Ich glaube, das war schon die Aufgabe. Ja, nice. Zwei Löcher haben wir ja noch. Jo, das ist wahr, ja. Der Green in Regulation, also das war quasi jetzt das Tutorial für den Green in Regulation. Haben wir das auch wieder geklärt, Leute? Vielleicht haben wir euch das schon mal erklärt und wir haben es einfach nur vergessen. Mag auch sein. Egal. Es kommen Bestimmt, ja ne? andauernd auch neue Zuschauer zu diesem Let's Play Ja, dazu. eben. Man weiß ja nie. Leute! Wow. Oh. Junge, das war knapp. That's it, that's it. Das war knapp jetzt. Irgendwann muss es mal klappen. Am besten natürlich in der Aufnahme, weiß man ja. Das wär's natürlich. Hast du das 7er Eisen genommen, oder? Das verrate ich nicht. Ich bin noch Okay. Golfprofi. Ich habe das 5er genommen. Glaub dir nicht. Was? Hast du einfach Fantastic. nochmal nachgeguckt? Nee. Wie soll ich das Oh! nachgucken? Oh, ihr habt's beide voll drauf. Oh, jetzt kommt, Alright. wenn du jetzt durch die Mitte haust, ne, dann hast du ihn.
Alter, du zeigst uns aber auch, was du drauf hast. Das sind Skills, die kann man nicht kaufen. Ne, so ist das einfach. Das ist ja aber jetzt pass auf. Die Kölsche. Jetzt kommt Hennes. Mit dem Igel. Nee, jetzt der Igel. So das Tanzmarie schon klatscht schon. Jetzt ein Gondor. Gondor heißt der. Gondor. Na, lässt sich Zeit und dann haut er einen raus. Und. Oh. Sogar der beste Schlag vom Tempo. Der liegt auch am nächsten dran. Ich glaube, ich fange an, ne? Ja. Oh, ob ich den machen werde? Ich weiß nicht. Ah! Gerade so. Aber da streckt sie aber auch ihr gutes Outfit. Ja. Vorteilhaft in die Kamera. Yes, Birdie. Mach ich wohl auch. Nicht schlecht, der Lakritzbo. Ich glaube, da haben wir alle einen Birdie. Ist einfach ein Champion. Ich bin auch nicht so weit. Birdie. So Leute, als geheimer Tipp, jetzt die Aufnahme anhalten, überlegen, wer gewinnt, in die Kommentare schreiben und vielleicht nichts gewinnen. möglicherweise, Leute. Ich muss noch zwei Schläge, also einen aufholen. Einen aufholen, da hast du unentschieden. Auf einer Paar-5-Bahn geht das. Ja. Da ist alles möglich. Wobei es eine recht gerade Bahn ist. Eigentlich ist das eher auf der Bahn wie eben möglich, ne? Wenn sich da einer mal vertut. Das stimmt, ja. Ich glaube, ihr habt, weil ihr höhere Stufe seid, auch eine höhere Kraft als ich, oder? Ein bisschen, jetzt will er sich wieder rausreden. Kraft trainiere ich nicht. Sieht man im Club nicht. Beim Mäuschen, das sieht eh doof aus. Ja, Lakritz Pro auch nicht. Der ist gut gerollt, sag ich mal, ne? Fairway liegt da schön unten in der Kuhle quasi. Könnte es geben. Ob du mit dem dritten aufs Loch, aufs Grün kommst. Zu weit? Ja, das ist ja bei euch auch die Frage. Fairway. Guck mal, das ist 508 Yards lang, die Piste. Ich habe jetzt 184 geschlagen. Jetzt muss man nur rechnen. Das kann nichts werden. Hä? Da kostet ja jedes Brötchen Euro. Es geht hart bergab. Aber auch nicht so viel, wie man denkt. Den meiste Bergab-Part haben wir schon hinter uns, oder? Ja. Nee, ich glaube, das wird nichts. Es geht noch weiter bergab. Ach so, und da hinten dann wieder ein bisschen hoch. Ja, ja. Also so richtig hart lohnt es noch nicht. Ne. Jetzt müsste schon einer einen Captain Hook rausholen. Ist ja immer mal drin, ne? Fairway. So ein klar. Captain. Ja, noch Captain, eins hatte ich zwei Hooks. Also mit dem dritten auf Screen, das sollte was geben. Ja, ich sag mal, mit dem Genauigkeitscharakter einen Hook zu haben, ist ja auch ein Unterschied im Gegensatz zum Power-Charakter. Ja. Das ist es der allerdings, den dann einfach mal wirklich ins Gebüsch schaut. Weil einfach der Kreis ja schon viel größer ist beim Power-Charakter. Ja, vor allem manchmal geht so ein Hook von so einem normalen, ausgeglichenen Charakter dann ja auch einfach mal verkehrt. Geheimtipp übrigens, Karlsquell, ne? Die machen ja nicht nur unfassbar leckeres Bier bei Aldi. Sondern auch ein gutes Radler. Nee, die machen Fassbrause. Also bei all die Fassbrause bin ich übrigens Karls Krone. Machen die auch Fassbrause? Ja. Schmeckt die? Ja, also sagen wir mal, ist jetzt nicht mein Lieblingsgetränk, aber ist okay im Sommer. Ich bin ja, die haben ja drei Sorten. So der Fassbrause-Fan. Also ich habe jetzt Holunder hier, ich muss die anderen jetzt mal ausprobieren. Doch Fassbrause ist mega gut. Nee, also dann ich komme zum Beispiel nicht aufs Grün. Oh. Definitiv nicht. Das ist schlecht. Dann wir wohl auch nicht. Nö, glaube ich auch nicht. Man spürt quasi die Anspannung. Ja, das wird ein zu weit. Rough Ball. Geht ins Rough, rough. Zu viel Power gegeben. Naja, du musst bedenken, es geht zwar bergauf, sogar 7,5. Aber so sehr mindert es dann wohl doch nicht. Und das Loch ist ja noch mal höher. Ja. Naja, ich hatte mich da ein bisschen täuschen lassen. Ja, den Crispo täuscht du nicht. Fairway. Niemals. Aber das sieht nach einem Paar für uns alle aus, oder? Ja, könnte so werden, ja. Wobei, mal gucken, wie schaut das Grün denn aus. Ja. Ja, stimmt. Das wird leider nichts.
Nicht mal mit dem Powershot. Nee, mit dem Driver könnte es was werden. Ja, aber da ist... Pack ihn aus, Bob, pack ihn aus. Schon wieder? Immer. Oh, naja, ist egal. Also ich glaube, in dem nächsten klappt es eh. Dieser Schlag war eher eine Katastrophe. War nicht so gut. Ach, was. Ja, so schlecht aber auch nicht. Ja, aber da ist noch Platz zur Kante. Es kommt auf die Annäherung jetzt an. So, wie sieht das Green aus? Von rechts anspielen wäre besser gewesen. Also quasi in der rechten Mulde liegen wäre sogar besser gewesen. Aber wobei, du kommst ziemlich von rechts, also bisschen, alles klar. Bisschen kurz. Ja, nee, gut. Ich glaube, du liegst jetzt voll auf nicht mehr Gelände. Könnte sein. Muss man mal gucken. Kam auf jeden Fall so, wie ich es dachte, also. Oh, der kommt noch besser. Yes, approach and amazing. Ja. Ich empfehle das Eisen zu wechseln. Das war eine falsche Empfehlung von Michel Han. Meine war richtig. Ja, ich lebe eh im Rough, also von daher. Ne, wir sind ja beide nicht weit genug gekommen, oder hast du nicht voll durchgezogen? Doch, hab ich, aber bei dem anderen hatte ich dann Schiss, dass es zu weit geht. Ja, aber du musst ja nicht voll durchziehen. Ja, aber das ist ja dann auch immer so eine... Oh, guck schon. Dir das an. Ja, das ist so cool, ja. Sieht aus wie bei uns, yes. Ja. Das können wir. User joined your channel. Hallo, willkommen in der Aufnahme. Tweet. Es ist Tweet, dieser kleine Vogel. Es ist echt ein Klassiker geworden. Das gehört auch dazu. Ich finde, die Leute können eigentlich auch mal zu Beginn des Parts, merke ich das für den nächsten Part, mal aufschreiben, wer vielleicht den Part crasht. Ja, genau. Ja, dann könnte man noch so eine Statistik führen und dann hat man ja auch Wahrscheinlichkeiten und dann könnte man wirklich mal nichts gewinnen. Ist ja auch nicht so gewesen, dass wir eben erzählt haben, dass wir jetzt rübergehen und noch ein Part aufnehmen wollen. Ja, schlaue Leute gehen für sowas ja in den Aufnahmen-Channel. Nein, das ist Quatsch. Und nicht, wenn man Golf aufnimmt. Ja, was hast du denn hier zu suchen, Bill? Ja, ich wollte euch gute Nacht sagen, Leute. Achso. Oh, gute Nacht, Bill. Aber es ist doch gerade erst 11 Uhr morgens. Ja, ja, richtig. Nach der anstrengenden Nachtschicht muss ich jetzt ins Bett. Also so, ne? Ein langer Eltern. Ja, genau. Ja, dann gute Nacht. Haut ja, gute rein Nacht. Und schlafen. Macht nicht zu viele Schläge und so, ne? Nein, nee. Nein. Es gibt eine Schlägerei. Golferwitz, weißt du. Gute also, Nacht. Sowas kann man auch nur 11 Uhr morgens bringen. Ja. Ja. Ist eigentlich Ingame, gibt's eigentlich Ingame eine Uhr? Nee, aber bestimmt kann man irgendwo den Emote gut Golf spammen. Ich muss das noch finden. Alter, das wäre geil. Gut Golf. Unser Good ausgedachter Golf. Slogan. Oh, der hat Gelände. Da, tschö mit Öl. Mario, tschö. User disconnected from your channel. Oh, ich muss sagen, der ist nicht ohne. Ist immer wieder schön, auch diese... Können noch ein Unentschieden geben mit Gerold. Teamspeak Sounds in der Aufnahme. Boah, ich bin mit einem unter, bin ich nicht unzufrieden. Ja. Ja. Sauber. Nice. Hätte ich ihn gelassen, wie er war, wäre er sogar mittig reingerollt. Aber dann dachte ich, es ist vielleicht zu weit. Ja, wir teilen uns heute mal den ersten. Machen wir. Brüderlich, ne? Aber warme Brüder sind wir nicht. So schaut's aus. Was sagt der Lucky Boy? Guck mal, der hat einen Vertrag, der Hennis Driver. Ja, natürlich. Ja, klar. Ja, klar. So Kohle. Schaut's aus. Na gut. Dann vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Haut rein, jo, Leute. Haut rein. Ciao. Ciao.